Also jetzt fängt der Humor langsam auf einer Ebene an, wie stellenweise bei So Blond und Co., ja. Ich könnte deine Mutter übernehmen. So, wir können also das Ding hier abfackeln wahrscheinlich, ne? Kerzen, ja. Nein, aber ein guter Ansatz. Ein guter Ansatz. Oder müssen wir... Das brauchen wir zum Reinigen. Warum ist der Stuhl eigentlich weg? Das Holz ist ziemlich hart. Ich könnte es jemandem über die Rübe ziehen. Wir brauchen... Brandbeschleuniger. Mach's gut rum. Wir hätten schöne Mojitos machen können. Okay. Nein, aber ein guter Ansatz. Okay, noch nicht. Wahrscheinlich brauche ich noch irgendwas. Warte mal, hier hinten gab es doch noch was, ne? Hartu Steuerbord! Aber hier ist furchteinflößender Eimer. Alle auf ihre Posten! Ich nehme ihn mir, wenn ich ihn brauche. Den schleppe ich jetzt nicht herum. Okay. Lichtet den Anker! Was hält uns auf? Und warte mal, hier ist ein Fass. Das fasse ich nur an, wenn es unbedingt sein muss. Ich hoffe, das ist nicht voll mit dämonischen Lemuren. Sputet euch! Verteilen! Das ist der Mast. Umgestürzt und verdreht durch den Sturm. Losmachen! Okay, wir reden mal mit ihm, ne? Oh, Lost! Alles verloren! Good evening, Captain Red Rump. Who is there? Kapitän Jane Starling. Bitte an Bord kommen zu dürfen. Forbidden! Keine Frauen! Das bringt Unglück! Jetzt mal ernsthaft. Kann es noch schlimmer kommen? Yes! Zugegeben, du hast mich erwischt. Komm an Bord! Captain, wo ist deine Crew? Er versucht, dich auszutricksen. Ein Netz aus Lügen. Was ist hier passiert? Oh, Lost! Alles verloren! Kannst du das Steuerrad loslassen? No! Ich muss diesem Sturm entkommen! Wer hat dir das angetan? Roger, der Betrüger! Man kann ihm nicht trauen, Miss Starling! Er lügt! Wie hat Roger das gemacht? Du arbeitest für ihn! Mein Schiff kriegst du nicht! Worin genau lag der Betrug? Seine Galeere gegen unsere Seelen. Aber er hat uns ausgetrickst. Wie? Das Schiff sitzt fest! My man! Meine Männer! Oh! Wie haben deine Männer unterzeichnet? Sie haben mir einen Blood Oath. Einen Blutschwur geleistet. So konnte ich für sie bürgen. Du hast aber auch ganz gute Tricks drauf. Hä? Warum brauchtest du das Schiff? Ich wollte immer der siegreiche Pirat sein, nicht der, der besiegt wird. Wenn ich dich und deine Crew befreie, kann ich dann dein Schiff haben? Es ist verflucht. Du solltest es nicht nehmen. Du wirst verrückt werden. Das ist okay. Der Typ, der es bekommt, ist sowieso schon bekloppt. Ich versuche, deine Männer zu retten. Oh mein Gott, sie müssen mich hassen. Ja, wahrscheinlich tun sie das. Aber es ist nie zu spät, etwas wieder gut zu machen. Warum fliegst du nicht einfach hier raus? Ich wurde ausgetrickst. Ich habe das Schiff, das ich wollte, bekommen. Aber ich finde den Weg hier heraus nicht.
Wo liegen Rogers Schwächen? Er hat keine. Er ist ein Meister des Kleingedruckten. Unterschreib bloß nichts bei ihm. Ich bin ziemlich hinterhältig. Mir wird schon was einfallen. Ich muss zur kühnen Kate gelangen. Who? Das Mädchen, das den einzigen Mann heiraten wird, den ich je geliebt habe. Es ist kompliziert. Ich habe diese aztiklanische Schriftrolle gefunden. Hilf mir, sie zu enträtseln. Chilbaba loves Roger. Auch wenn er sie abgeschossen hat. Sie wird dir helfen. Ah, damit sie ihre einzige Liebe noch einmal sehen kann. Bye, bye. War da ein Küsschen? Oh, lost! Alles verloren! So, das ist alles hier, ja? Das Schiff sitzt fest! Wie bin ich nochmal an diesen Job gekommen? Artu Steuerbord! Hola! Okay. Bye, bye! Schon wieder ein Küsschen. Alle auf ihre Posten! So, was haben wir hier? Da ist noch ein Bullauge. Das war vorhin aber noch nicht da, oder? Lichtet den Anker! Was hält uns auf? Da ist nichts drin, außer glitschigen Eingeweiden. Okay, warte mal, wir haben Eimer. Wir brauchen Wasser. Ah, warte mal, Wasser. Geht das hier? So. Das funktioniert nicht. Sorry. Das funktioniert nicht. Sorry. Das funktioniert nicht. Sorry. Geht nicht? Ach, da geht's, oder was? Okay. Deswegen die vielen Wasserfälle. Irgendeiner geht. Bluebelly hat von Regenwasser gesprochen. Das hier ist zu salzig. Ah. Deswegen. Bueno. Ich nehme ihn mir, wenn ich ihn brauche. Den schleppe ich jetzt nicht herum. So. So, haben wir hier alles, ja, ne? Achso, Kreide. Haben wir schon irgendwo Kreide gesehen? Da ist es. Das Schiff, das mich zur kühnen Kate bringen wird. Der fliegende Engländer ist dem Sturm erlegen. Das wäre Mist. So, und einmal hier daneben stellen, oder was? Das funktioniert nicht. Sorry. Okay. Und hier ist gar nichts. Gut. Aber was mache ich denn jetzt? Das funktioniert nicht. Sorry. Habe ich irgendwas übersehen? Wasserfall, Wasserfall, großer Wasserfall, Wasserfall, Wasserfall. Alle Segel setzen, ihr räudigen Seehunde! Einer von zwei furchtbaren Drachenköpfen mit süßen rosa Schnauzen. Oh, okay, ist auch. Ist hier noch irgendwas, was fehlt? Wir können das nicht anzünden. Porträt. Da war irgendwas gewesen, ne, zum Reingucken. Ein Gemälde mit süßen Matrosen drauf. Ay, Dios mio, sie lächeln mich an. Nix. Ich glaube, das ist die Kuh, ne? Hm.
Wenn ich mich jetzt hinsetze, komme ich nie wieder hoch. Die stammt aus einer uralten Aztecan Fried Snake Filiale. Oh. Okay. Diese Schatzkammer besteht aus Kreide. Wir sind reich. Na dann nimm was weg hier. Ich sollte meine Initialen da reinritzen. Das wäre ganz schön furchterregend. Ich brauche etwas Robustes, womit ich etwas Kreide herausbrechen kann. Das funktioniert nicht. Sorry. Was Robustes? Nein, nicht gucken. Oh. Der Wasserfall, der in der Höhle entspringt. Sehr romantisch, wenn man auf Romantik steht. Gab's irgendwo was Robustes? Ein Stab oder so? Nee, ne? Mal gucken, ob der Typ da oben was weiß. Losmachen! So, mein Freund. Oh, Lost! Alles verloren! Hola! Oh! Captain Rump, ich brauche deinen Dolch. Das ist ein besonderes Geschenk von meinem Vater! Geh zur Hölle! Oh ja, ich werde gut drauf aufpassen, das schwöre ich. Schwörst du das beim Grab deiner Eltern? Klar, warum nicht? Die Eltern leben noch, pass auf. Okay. Thanks. Bye bye. Also wenn es ein Wortwitz sein das soll, Schiff oder? Das sitzt fest. My man, meine Männer. Oh. Genau das. Wenn das ein Wortwitz sein soll, dann verstehe ich den nicht, warum der Englisch und Deutsch spricht. Ist es vielleicht eine Sache, weil es eingedeutscht ist? Der fliehende Engländer oder? Hä? So, aber jetzt komm. Raus mit der Kreide. Vielleicht kann ich es herausbrechen. Oh. Oh nein, ich habe den Dolch zerbrochen. Und ich habe auch noch beim Grab meiner Eltern geschworen, dass ich ihn beschützen würde. Allerdings wurden sie nie wirklich beerdigt. Niemand konnte die Asche identifizieren. Welche Asche? Hat sie ihre Eltern? Nein. Ich erwähle dich. Was ist das da? Och. Wachsartig aussehender schwarzer Stein. Klar, ich schleppe ja nicht schon genug Mist mit mir rum. Fühlt sich komisch an. Das ist ein Feuerstein. Wirklich? Das muss ein gutes Zeichen sein. Flint ist auch feurig. Okay. Kein Glück. Oh, das geht nicht gut. Oder so hier? Nein, aber ein guter Ansatz. Nicht schon wieder. Ei, ich werde hier noch bekloppt. Was denn? Das ist doch gut. Und da ist ja auch meine Kreide. Aber guck mal, der Dolch ist hier in Ordnung. Ach, warte. Geht das? Ups. Nein, aber ein guter Ansatz. Wir machen jetzt Feuer. Ja, die passen nicht zusammen. Was? Das muss nicht in Brand gesteckt werden. Ach da. Dann brauchen wir gar keine... Wozu haben wir dann die Kerze? Wow. Brenn, Baby, brenn. Jetzt fühlt es sich wie die Hölle an.
Burn, Baby, burn. So, okay. Das funktioniert nicht. Sorry. Muss ich die Asche so aufnehmen? Ja, scheinbar schon. Könnte nützlich sein. Das muss ich nochmal überdenken. Ich hatte auch gehofft, dass das funktionieren würde. Ah, warte mal. Hat er nicht... Hey, wie putze ich einen angelaufenen Spiegel? Das wird nur was mit einem Lappen und jeder Menge Seife. Hier gibt es keine Seife. Mach dir deine eigene. Ich glaube ja, dass das ein roter Hering ist, genau. Lauge in einer Schüssel zusammen. Hier gibt es weder Tiere noch Lauge. Lauge erhältst du aus der Asche von Hartholz. Füge die Asche mit Regenwasser in einem Fass zusammen. In einem Fass, und okay. Und lass es sich eine Weile setzen. Bluebelly, du hättest diesen Auftrag übernehmen sollen. Ich könnte deine Mutter übernehmen. Haha, Männer sind doch alle bekloppt. So, pass auf. Das Fass stand auf dem Schiff, unten. Da hat sie ja gesagt, jetzt nicht, aber das ist eine gute Idee. Da schmeißen wir jetzt alles... Ihre Posten! Oh. Da schmeißen wir jetzt alles rein. Die Asche rein. Lichtet den an! Ich hole es. Wie, ich hole es? Ruder besetzen! Das sollte genug Asche sein. Aber die hatten wir doch bei. Alle Segel setzen, ihr räudigen Seehunde! Das Fass braucht einen Stöpsel oder es wird auslaufen. Sputet euch! Verteilen! Losmachen! So, jetzt aber Wasser rein. Hab's. Oh, lost! Alles verloren! Das ist genug Wasser. Jetzt wartest du, bis es sich in eine Lauge verwandelt. Wie lange? 72 Stunden. Blue, die Welt geht unter. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Kannst du es zum Kochen bringen? Dann geht es schneller. In der Hölle brennt doch ständig ein Feuer. Alle auf ihre Posten! Okay. Was? Kannst du die Reaktion beschleunigen? Vielleicht hilft dir dieser Hitzespruch. Du bist mein Held. Sprich mir nach. Del fuego, petaluma, emphysema. Orthodontist, Miley Cyrus, enchiladas. Es kocht, es hat funktioniert. Ich hab dir das Rezept gegeben. Wie auch immer. Habe ich jetzt alles? Wir müssen das Abenteuer zu Ende bringen. Vorsicht! Misch es mit Tierfett und du bekommst eine seifige Paste. Okay, wo soll ich jetzt bitte Tierfett herbekommen? Ich dachte Kreide. Kerzen. Mit einem sehr starken Geruch. Sie sind aus Talg. Du weißt, was das ist, oder? Ja. Natürlich, aber sicher. Ja. Ja. Talgkerzen. Hergestellt aus fetten Kühen. Ein weiteres mögliches Geschenk für die kühne Kate. Okay, hier habt ihr eure blöde Seife. Endlich. Ich brauche etwas, wo ich sie reintun kann. Ich hole es. Nee, kein roter Hering. Ich dachte, das wird zum Feuer machen, aber nun gut. So, jetzt haben wir Seife. Großartig. Und jetzt können wir das direkt so machen. Dann sparen wir uns das Hinlaufen. Oh Dios, sehe ich alt aus.
Endlich, der Spiegel ist sauber. Ich sagte doch, dass Putzen Frauensache ist. Du kannst manchmal echt nerven. Du warst die richtige Person für den Job. Danke. Also, was muss ich sagen, um die Teufelsbraut zu beschwören? Hast du die Kreide? Ja, hab ich. Hier, wunderbar. Aber vorher, falls das Spiel abstürzt. Wir hatten ja schon das Vergnügen ein paar Mal. Takosochi, Seichi, Takate Godol, Chibaba. Warum hast du mich gerufen, Sterbliche? Ich bin eine sehr beschäftigte Halbgöttin, also fass dich kurz, bevor ich dich töte und deine Seele verschlinge. Ich habe einen Vorschlag für euch, eure Hoheit. Einen Vorschlag, der etwas mit dem alten Roger zu tun hat. Kisloka, Teachwanika, Chikwalich. Was war das denn? Was kann der Herrscher der Unterwelt für eine so junge, hübsche und überaus sinnliche Dame wie dich tun? Oh, Prinz der Unterwelt, ich flehe dich an, Kapitän Redrump und seine Crew von dem Fluch zu befreien. Bitte übergib den fliegenden Engländer an die Piratin Jane Starling. Aber keine Tricks. Das Schiff muss überall hinfliegen dürfen, auch außerhalb dieser Grotte. Wahrhaftig frei. Ich werde deine Wünsche nur erfüllen, wenn du deine Seele dafür opferst. Und bis in alle Ewigkeit meine Konkubine sein wirst. Ich tue alles, um Captain Flynn zu retten. Also einverstanden. Wo soll ich unterzeichnen? Stell ihn auf Jane Starling aus. J-A-N-E. Meine Güte, du bist ja ganz genau, wenn es um Verträge geht. Du würdest einen guten Rechtsanwalt abgeben. Und ich kenne viele davon. Lass uns nun in mein Reich verschwinden. Das wird eine interessante Ewigkeit. Da bin ich mir sicher. Ah! Warte, das sehe ich aber die Unterschrift. Du hättest es vorher lesen sollen, Roger, Darling. Du hast schon immer einfach Sachen unterzeichnet, ohne sie vorher zu lesen. Ich habe ihren Körper besessen und mit meinem Namen unterschrieben. Chibaba, Königin der Toten. Es war nicht ihr Name, es war nur ihre Hand. Jetzt sind wir bis in alle Ewigkeit miteinander verbunden. Oh. Nein! Oh, doch. Lass mich dir danken für dieses äußerst großzügige Geschenk. Damit soll alles vergeben sein. Unsere hochverehrte Captain Jane Starling wird nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Warum habe ich nur das komische Gefühl, dass ich dies hier bald bereuen werde? Warum? Habt ihr das gehört, Leute? Sie fragt, warum. Weil du deinem Alter weit voraus bist, Mädchen. Sehr weit voraus. Ich gab die Anweisung, mich in Ruhe zu lassen, kapiert? Verstehst du das nicht? Ich hätte sofort verstanden. Starling! Was zur Hölle machst du hier? Oh, ich sollte dich auf der Stelle umdrehen. Greenbeard hat das alles eingefädelt. Er sagte mir, dass Flint dich für mich verlassen will und dass Flint mich sofort in seinem Quartier treffen will, ohne Umwege. Genau. Und ich bin die Königin von Sheba und natürlich hat er ihn auch gezwungen, dich zu küssen, ha? Nein, es war eine Falle. Simbi und Greenbeard haben ihn nach Wuju Island gelockt und uns mit einem Zauber belegt. Simbi will Flint töten und Greenbeard auf den Piratenthron heben. Das ist alles eine Falle. Das schwöre ich beim Grab meiner Eltern. Ich glaube dir kein Wort. Beweis es, du lüsterne Dirne. Los! Lügst du, reiß ich dich in Stücke und danach verfüttere ich dich an die Fische. Ist das klar? Aufhören! Aufhören! Ich glaub dir, Jane! Hör auf! Okay, Captain Starling, ich glaube dir. Aber was sollen wir jetzt tun?
Können du und deine Crew mit eurem Schiff die Blockade deines Vaters umgehen? Ich hintergehe meinen Vater, seit ich 14 war. Was denkst du denn?